Schalter einen Fressnapf an seinen Rucksack. Ja, da sind meine für meine Tierchen. So, lass damit gehen. Der grüne und der blaue Bastard und Uhr. Bastard ist nicht wirklich grün, blau, aber. Oh, ist doch blau. Bald hellblau. Ja, dann halt die Schnauze. Ich schleiche nicht so gar nicht, mein Junge. Ich bin jetzt schon erwürgt. Ja, das ist normal. Ich glaube, der hat selber keine Ahnung, was das Wort schleichen bedeutet. Nutze, was, beim Sprinten, um zu rutschen. Oh Gott. Das ist mir schon wieder viel zu kompliziert, ey. Das werde ich wahrscheinlich niemals benutzen. Das war unauffällig. Da. Wie hast du so lange überlebt? Ach so. Da sind ja welche da. Ich sehe noch gar. Oh Gott. Oh, ich bin schon leicht tot. Wo sind denn die? Da. Okay, bei mir ist das nicht am Ruckeln. Ist am Ruckeln? Ja. Oh, ich geh da hin. Ich hab dich gefragt. Ich kann mit der Pistole von weitem irgendwie nichts treffen. Ich treffe schon irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt treffe, weil. Darf ich mit. Ah. Ich hab irgendwas Kritisches gelandet. Daniel! Okay. Hierüber, ihr Hackfressen! Boah. Nur Laterne im Weg. Ich überhaupt was getroffen habe, weil bei jeder Bewegung ist ein verzögert er. Ist manchmal ein wenig klapprappig, aber er ist einer von uns. Du musst ihn retten. Ich bin bald bei dir. Na gut. Ja, Diego. Na komm. Ups. Was war das denn? Da ist einer da. Du hast dir die falsche Frau ausgesucht. Ich hab so ein schönes Fernrohr an dieser eine Pistole. Muss ich nur da betreffen. Oh Gott, Alter! Du wirst geläutert! Du bist frei! Alter. Alter, die explodieren mit meinem Revolver! Da war's gerade. Nee, ich habe nur neben mir so eine Explosion gesehen. So aus Blut. Kann man die auch irgendwie zoomen? Rechte Maustaste. You got to be fucking kidding me. Ich spiele hier die ganze Zeit ohne Zoomen. Kein Wunder, dass das so assi ist, ey. Oh. Setze Markierung. Bleib mal friedlich, Daniel. Ich habe noch gar nichts gemacht hier. Ich komme hier gerade nicht ganz so mit. Ich bin gerade überlegen, was ich da rein tun soll. Ja, ich drücke hier nur. Ich höre den Daniel nur sagen, setze Ziel in Bewegung. Der Daniel tut wahrscheinlich den Erstwerk gleich auf uns runterrufen, ey. Motherfucker. Alles klar.
kann jetzt irgendwie so eine Teleportation mit meinem Wissen erzielen. Was ist er? Alter, abschießen. Ja. Alter, jetzt. Ach, schade, ich will mal gerne aussehen, wie er aussieht. Ja, das sieht ein bisschen clunky aus, also das sieht jetzt nicht gerade sehr smooth aus. Oh, gehen wir dieser eine aus Overwatch. Ja, berühren. Ja, Fleischstieb. Who's a good boy? Okay. Nur nicht so, okay, hier ist ein Symbol auf der Karte. Ich habe die Karte noch gar nicht gesehen. Ach, da oben, okay. Du hast mich schon vor der Probe, er hat keine Ahnung, was abgeht. Wie viele Teile hast du schon davon gespielt? Ich habe zu wenig gespielt. Der Daniel guckt mal nicht an. Machst du da? Ich kann so Viecher rufen, die aus dem Himmel stürzen und irgendwas machen. Ich glaube, die explodieren oder so. Mal, kann man nicht irgendwie. Ja, okay. Ich kann da klettern irgendwie. Ah, ganz vergessen. Was macht der da? Greift der nicht an? Alter! Hier sieht's ja einladend aus. Sieht's wie immer wie bei mir zu Hause. Die Beichtkammer, ich bin auch nicht mehr. Hat der Typ gefleppt oder was? Wo ist er? Er ist hier bei mir, verpiss dich! Anscheinend sind die Menschen auf Pandora noch wilder als die Bestien. Berühren. Der futzt dich an! Jetzt kommt wahrscheinlich der Richtige. Oh, der Boss. Ganz bestimmt. Schießt er in den Kopf, ey. Tja, der Kult hat alle anderen Festungen der Crimson Raiders zerstört. Also muss die hier reichen. Wie heißt du, Killer? So. Mose, du bist die Stimme in meinem Kopf, stimmt's? Yeah. Was das betrifft, das wird nicht das Schrägste sein, was du auf Pandora erlebst. Aber im Ernst. Ich hab mehrere Stimmen in meinem Kopf. Wir sind vielleicht nicht viele, doch mit einem Badass wie dir haben wir wenigstens eine Chance. Willkommen bei den Crimson Raiders. Ganz toll. Pandora ist ein gefährlicher Ort. Der Granatwurf wird hilfreich sein. Du solltest ihn ausrüsten, bevor wir loslegen. Melde dich, wenn du bereit bist. Du musst schon deine Gründe haben. Kommt auch Geld gerade? Das war jetzt mein Charakter, der hat mit dem Vieh geredet. Ich hab's berührt und dann hat er gesagt, du wirst schon deine Gründe haben. Berührt. Ich verstehe das nicht ganz. Hast du das gehört? All diese Benimmkurse und so dankst du es mir. Mein Roboter ist am Reden. Ja, weil ich dein Tier die ganze Zeit anfasse. Alter, das ist stimulieren. Mein Roboter sagt, ich verstehe das nicht. All diese Benimmkurse und dann das. Ja, dann habe ich gehört. Der hat sich am Schritt gefasst. Mein Roboter? Nein, dein Viech. Er hat da dran gerochen. Das hat doch gar nichts im Schritt. Ich berühre das nochmal. Los, komm in mich. Ich höre irgendwas. Keine Munition mehr. Bist du bei mir drinne? Ja, aber ich habe keine Munition. Okay. Wieder ist keine Munition. Da steht keine Munition mehr. Ich kann nichts machen. Wieso kannst du ineinander reingehen? Wieso bist du ein Kammerjäger? Weiß ich doch nicht. Da will ich nicht selber laufen. Tod befiehlt mir, die Lebenden zu jagen und zu ihr. Los, Daniel, mach sie klar. Ich bin ihre Klinge und ich muss mich ewig schärfen. Die Kammer sind die ultimative Jagd. Also bin ich hier. Aha. Hier, Scheiße.
Dein Geschütz ist scheiße, Daniel. Echt jetzt. Da schon keine Munition mehr. Warum schickst du mich denn in munitionsloses Geschütz, ey? Damit ich nicht mehr selber laufen muss, das ist praktisch. Oh, Kiste, ja. Was ganz ein? Ruhig. Was bist du? Keine Ahnung, ich bin noch irgendwie am Leben. Keine Ahnung, wieso. Was hat denn für einer? Was ist das für ein ja, ich hab's ja aus der Deckung gehört. Ich glaub, ich hab mal abgeknallt. Gut da! Hinter dir ist einer. Was? Ich hab erwischt! Mit einer Schussfläche wirst du viel besser sehen! Oh, mein Gott! Da oben ist einer! Ja, dahin? Kann ich sie so weit schicken? Ja, schick deine Vögel zu dir! Hab ich ja, ich kann die sogar so weit schicken, ey. Hast du das gesehen? Ja. Die machen Feuerschaden. Alter, Fleischdieb ist bei denen, was macht der denn da? Alter! Da kommen sie. Fleischdieb! Gut, da! Ich bin der Schwere, der will ich nicht mehr sein! Ah, mitten in die Fresse! Ich bin schon wieder so kleinwüchsiger. Ich hab den mit dem Rücken geschossen. Gibt's hier kein Melee in diesem Spiel? Eigentlich schon, aber was zum Teufel? Wer ist das? Ist das Jesus? Yo, hilfst du mir? Das wollte ich jetzt auch sagen. Verdienten Leben. Was? Was ist das für ein Name? Meine Leute! Ich hab die meiste Zeit die Gegner in der Fresse und ich würde die gerne schlagen, aber. Ja, irgendwie kann man auch, aber wie war sie nicht? War allein nicht schon wieder chatten. V. Echt jetzt? Oh Gott, ich hab ein Messer, du? Oder? Das ist kein Messer irgendwie. Noch ein Knüppel? Nee, du hast eine Waffe. Nee, du hast auch ein Messer. Hab ich? Was so eine kleine Sichel. Oh nein. Was ist das? Das stimmt, wenn man sich gegenseitig mit Melee angreift, dann fordert man einen zum Duell heraus. Was? Was ist denn das für eine Regel? So. Sollen wir den da runterschießen? Ich gebe ihm den Rest. Meine Unterhose ist. Das ist eine schlechte Cape-Animation. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Mach dein Herz. Ich bin für die Crimson Raiders. Ziemlich geheim. Direkte Befehle von Lilith. Ich muss dich vielleicht töten. Was bist denn du für ein Spaß, Vogelhahn? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith. Aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Jetzt leben die Sonnenklopper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Plan diesen beschissenen Alien-Schrott fand. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Ich glaube, man sollte wieder drehen. Anne, du bist Arschloch. Also, wir sollten hier verschwinden, bevor ist die nichts Neues. Und wo hängen Lilith und die Raiders so? Ja, ich habe da nicht das belebt. Der Kinder der Kammer. Warum mit sagen wir dem das? Der ist voll. Super. Ich geh vor. Klapper mal. Du hast gerade die Revolution verdammt. Banditenleben!
Halt die Schnauze. Ich dachte, also es gibt ja eigentlich nur Unsoziale, die ich würde alle gern so abknallen. Ich würde dem gern meinen Fuß zum Fass vorwerfen.